Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Kolleginnen und Kollegen, was wir derzeit erleben, die Wirtschafts- und Finanzkrise in Europa, das ist nicht etwa ein Betriebsunfall des Systems, sondern das ist zurückzuführen auf das System selbst, auf die Strukturen der Wirtschaft. Wir haben es zu tun mit einem prinzipiellen, systematischen Problem des Kapitalismus. Wenn wir also keine Krise mehr haben wollen oder wenn wir die Krise bewältigen wollen, dann müssen wir die Strukturen dieses Systems verändern. Seit Marx wissen wir, dass der Kapitalismus unter anderem an einem zentralen Widerspruch leidet. Die Unternehmer wollen die Lohnkosten als Kostenfaktor stets minimieren, gleichzeitig aber reduzieren sie damit die Massennachfrage nach den Gütern, die sie so kostenoptimal hergestellt haben. Das Produktionspotenzial überschießt die kaufkräftige Nachfrage aus Systemgründen, aus Prinzip. Die Krise ist unvermeidlich. Produktion muss gekürzt werden, Arbeitsplätze werden abgebaut, Investitionen finden kaum mehr statt, Rezessionen dafür umso mehr. Im Zeichen des sogenannten Fordismus, das ist die frühere Gesellschaftsform des Kapitalismus, die Akkumulationsform. Und dieser Fordismus wurde abgelöst durch das neoliberale Akkumulationsmodell. Das bedeutet, dass der Widerspruch zwischen kaufkräftiger Nachfrage und Produktionspotenzial jetzt so groß geworden ist, dass er durch eine normale Krise nicht mehr zu bewältigen ist. Im Fordismus war die Entwicklung der Löhne relativ gekoppelt an die Entwicklung der Arbeitsproduktivität. Der Widerspruch Produktionspotenzial, Nachfrage war nicht so riesig. Er konnte durch eine kurze Entwertung des akkumulierten Kapitals, einige Betriebe mussten ausscheiden, aber dann war der Widerspruch aufgehoben und der Konjunkturkreislauf begann von neuem. Das ist im Neoliberalismus nicht mehr möglich. Wir haben in den letzten 10 Jahren eine Entwicklung der Arbeitsproduktivität oder in der Zeit des Neoliberalismus. Die Arbeitsproduktivität steigt um das Zehnfache der Masseneinkommen. Also 9/10 des Mehrprodukts wird abgeschöpft durch Gewinne, durch Zinseinkommen und Profite der Unternehmen. Und dieser Widerspruch ist nicht mehr im Rahmen dieses Systems aufzulösen, ohne dass wir eine lang anhaltende Krise haben. Die Staaten, die Privatpersonen, die Unternehmen mussten sich verschulden, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Es ging nicht mehr über Anteile am sozialen Produkt, es ging nur noch über Schulden. Und die Reichen und die Banken konnten aus ihren Gewinnen heraus diese Schulden sehr gerne als Kredite vergeben und hoch verzinsen. Das ist das Problem jetzt in Europa. Wir haben Staaten, die auf Jahre hinaus ihr gesamtes Sozialprodukt zusammenlegen müssten und insgesamt das Geld überweisen an die Kreditgeber, an die Gläubiger. Die 10 größten Staaten der OECD, die 10 größten westlichen Industriestaaten, sind mit 340% ihres Bruttosozialprodukts verschuldet. Das bedeutet, das ganze Land müsste, die ganzen Länder müssten 4 Jahre arbeiten, um die Schulden zu bedienen, ohne dass 1 Cent übrig wäre für soziale Leistungen, für Einkommen, für Investitionen und so weiter. Die Länder müssten krepieren, aber das Kapital wäre fein heraus, weil man hat ja die Zinsen. So dumm sind die Reichen aber nicht. Denn würden sie das tun, wäre es ja aus mit der Zinsherrlichkeit.
dann wären die Schulden zurückbezahlt. Es geht nicht darum, dass die Schulden zurückbezahlt werden. Es geht darum, dass die Zinsen ständig neu bezahlt werden. Und deshalb besteht die ganze Politik jetzt der Eurozone darin, die Länder so weit auszupressen, dass die Schulden in ihren Zinsen bedient werden können. Das ist der Kern. Und damit müssen wir aufhören. Diese Entwicklung muss man den Weg verlegen. Wie kann man das tun? Man muss den Großteil der Schulden ersatzlos streichen. Das ist der Kernpunkt. Diese Schulden sind nicht legitim. Wieso sollen denn die Griechen dazu verurteilt werden, auf ihre Einkommen zu verzichten, auf ihre Renten zu verzichten, auf Medikamente und ärztliche Betreuung zu verzichten, damit deutsche Rüstungsunternehmen und deutsche Banken, die dafür Kredite gegeben haben, ihre Zinsen bekommen, dass die Schulden dafür bezahlt werden? Diese Schulden sind illegitim. Und wenn man dann hört, ja, das geht doch nicht, das rüttelt doch an den Grundfesten unseres Systems, dann sagen wir, jawohl, daran muss gerüttelt werden. Es gibt übrigens Beispiele dafür, historisch, innerhalb des Kapitalismus sogar, Schuldenstreichung. Es gab eine Londoner Schuldenkonferenz 1952, wo die Westalliierten darauf verzichtet haben, dass die Bundesrepublik ihre Schulden zurückbezahlt. Warum? Das war doch großherzig. Das war insofern großherzig, in Anführungszeichen, als es darum ging, ein aggressives Bollwerk gegen den realen Sozialismus auf die Beine zu stellen. Und wie steht die Frage heute? Die Frage steht heute, ob wir der Meinung sind, dass uns die Bilanzen der Banken wichtiger sind als das Wohlergehen der Völker. Und an diesem Punkt sagen wir, nein, so kann es nicht weitergehen. Uns stehen die Völker näher als die Bilanzen der Banken und der Reichen in unserem Land. Die Reichen in Deutschland haben 2,5-fach das Bruttosozialprodukt des Landes an Vermögen, an Geldvermögen. Und sie zahlen seit 1997 keine Vermögensteuer mehr. Sie zahlen dafür keine Steuer. Sie zahlen nur für das zusätzliche Einkommen im Zweifel Steuern, aber nicht für ihr Vermögen. Damit muss Schluss sein. Die Reichen müssen zur Kasse gebeten werden, die Schulden müssen gestrichen werden. Wir brauchen ein Schuldentribunal in Europa, das das durchsetzt. Danke sehr.